Hi, willkommen. Das ist ein Maloria KC Video Guide. Wir sind auf dem Server Nasyatar. Die Gilde Satanophobia hat Maloria im 10er Modus gemacht. Und wir hatten einige Probleme bei diesem Boss. Zu Anfang dachten wir, der wäre relativ einfach, weil ja quasi nur die schwarze Phase hinzukommt. Aber bisher war es für uns der schwerste KC-Boss. Würde ich so sagen. Wir sind jetzt bei 6 von 13 in diesem Moment. Gut, weil wir so viele Probleme hatten, habe ich mir überlegt, ich ergänze mal die ganzen Guides, die auf YouTube so rumschwirren. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr geschaut habt, wie ihr oder was Maloriac an sich überhaupt kann. Ja? Ich will nur darauf eingehen, was ihr jetzt hier sehen werdet. Das ist jetzt ein Wipe, ja, den schauen wir uns mal an, der geht trotzdem sehr tief rein. Das erste Wichtige ist natürlich, die schwarze Phase kommt immer zuerst, ja. Und vor der schwarzen Phase werden noch die eine oder andere Ability gecastet. Ja, ihr seht jetzt hier Cooldown für Arcane Storm, es wird gekickt. Und dann kommen noch ein paar Adds. Und die wollen wir auf jeden Fall immer haben. Ja, wir haben viele Tries gemacht, wo wir die Adds halt nicht haben wollten, damit die schwarze Phase dann eben nur mit Blobs voll ist. Aber wir haben herausgefunden, wenn die rauskommen, dann kann man die einfach mittanken und die sterben so ganz nebenbei mit weg. Macht den großen, großen Vorteil aus, dass man dann in der grünen Phase nur 6 Adds hat, die den Tank einfach so gut wie nie töten. Ja, wenn man 9 Adds hat, dann muss man sehr genau aufpassen in der grünen Phase. Und deswegen laufen wir immer raus, bis die Adds kommen. So, jetzt seht ihr, einer von den Blobs wird sofort markiert. Das ist der genukt wird. Ja, wenn man nämlich einen Blob killt, einen schwarzen Blob zu Anfang, dann entstehen noch weniger Pfützen. Wenn weniger Pfützen entstehen, muss man weniger laufen. Und wenn man weniger läuft, dann hat man wieder mehr DPS. Ja, also alle Klassen, die nicht krass gut DPSen, wie zum Beispiel Warlock jetzt, schießen auf diesen Totenkopf. Da ist der Totenkopf down, das wird gleich neu markiert. Das funktioniert wunderbar. Und die Heiler stehen jetzt hier, wie ich jetzt hier zu sehen bin mit meinem Diszi, so ein bisschen am Rand. Ja, sehr wichtig ist, dass man vorher sich auch einen Laufweg abmacht. Wir hatten super viele Probleme in der schwarzen Phase und haben da einen ganzen Raid-Tag dran verbraucht, herauszufinden, wie wir das am besten hinkriegen. Das könnt ihr definitiv abkürzen, wenn ihr zum Beispiel so wie wir einfach 4 Raid-Marker stellt, sagt, den darf man vorher nicht stehen, ja, sonst kommen nämlich Pfützen, dann kann der Tank da nicht mehr lang. Und die läuft dann der Tank einfach langsam ab. Und die DDs, die Melee-DDs, der Warlock und so, die wissen dann, wo sie sich lang bewegen müssen. Ja. Das erhöht den DPS ungemein und der Damage, der reinkommt, ne, der wird ja auch größer, wenn ihr zu sehr auf dem Haufen steht. Weil wer in der Pfütze steht, macht nicht nur Schaden auf sich selbst, sondern eben auch Schaden auf seinen Nachbarn. Sehr, sehr wichtig, dass man da so viel Abstand hält wie möglich. So, schwarze Phase ist vorbei. Zu dem Tank hier sage ich dann in der nächsten schwarzen Phase noch was. Wir sind jetzt erstmal hier in Rot. Wir haben beschlossen, dass wir die rote Phase zur Seite hinweg tanken. Ihr seht erstmal, dass der ganze Raid ein bisschen aus dem Tank raussteht, weil wenn der Tank eine Markierung bekommt, Consuming Flames hier zu sehen, auf Gladius in diesem Fall, unser Mage, dann möchte der Raid halt ein bisschen Abstand halten. Das nächste Ding ist halt, dieser Atem kommt immer, wenn ihr den Cooldown seht für Next Phase, ungefähr bei 24, 25 oder so. Ja, ihr wisst wahrscheinlich nicht so ganz genau, wann ziehe ich jetzt die Raid Bubble, wann kann der Diszi jetzt ziehen oder sowas. Da haben wir halt auch ein bisschen drauf achten müssen, bis wir das raus hatten. Bei 25 zur nächsten Phase sollte auf jeden Fall die Raid Bubble laufen. Gut, da kommen zwei Atem, also drei Atem hatten wir nur ein einziges Mal. Das ist wahrscheinlich jetzt rausgepatcht. Ja, da braucht man nicht mehr viel drauf achten. Jetzt kommt die blaue Phase, wir verteilen uns. Wichtig ist, dass man sich beim Verteilen in der blauen Phase natürlich abspricht, wann die Blöcke rausgehauen werden. Als Diszi kann man auch noch ein Schild drauf machen, das ist alles wunderbar. Die Blöcke tun überhaupt nichts. Das ist so die Chill-Phase, ja. Wenn man jetzt hier eine Mana-Hymne ziehen möchte oder sowas als Holy Priest, dann ist das in der blauen Phase eigentlich am besten. So. Ihr seht, die Adds werden halt so gut CC'd wie möglich. Unser Mage macht halt so viele Noven wie möglich, auch wenn es nur 6 Adds sind, ja, das nimmt alles Damage raus. Das spart natürlich Mana auf den Heilern und das macht die Sache so ein bisschen unkritischer. Und wir warten jetzt darauf, dass die grüne Phase kommt. Wenn die grüne Phase kommt, kriegt unser Warlock von mir sofort eigentlich ein Schild und sind nämlich DD ist gestorben, sehr oft in den grünen Phasen, in der schwarzen Phase, weil die nämlich Aggro ziehen natürlich. Ja, wenn die jetzt hier sofort losballern und der Tank hat normalerweise nicht so viel Aggro auf den kleinen Adds, dann ganz besonders der Warlock zieht dann sehr gerne Aggro, weil er da seine Cooldowns zieht und bei uns ist eben der Warlock hauptsächlich dafür zuständig, die Adds down zu nuken in der grünen Phase. So, also, mal ganz kurz ein Wort zum Lineup. Ja, wir haben drei Heiler natürlich.
Ein Disciplese, der in der schwarzen Phase sehr groß hilft. Das werden wir gleich sehen. Hier kommen gleich nochmal die drei Adds. Das wären dann sozusagen Add 10, 11 und 12, ja, insgesamt. So, dann haben wir einen Shami-Heiler, der natürlich nicht nur Mana-Tide stellt, sondern auch für den Tank-Heal hauptsächlich mit verantwortlich ist. Und der Paladin ist eben auch hauptsächlich eigentlich eher ein Tank-Heiler. Und der zieht aber trotzdem die Gruppe noch ein bisschen mit hoch. Ja, wir teilen uns da alle so rein. So richtig feste Aufgaben gibt es nicht. Außer jetzt eben hier in der schwarzen Phase seht ihr, dass mein Priest-Schild die ganze Zeit ab ist auf dem Bären. Denn der kriegt ja diesen Atem ab, dass er nicht geheilt werden kann. Also Heilung ist auf 1% reduziert. Der Atem kommt gleich, werden wir gleich sehen. Jetzt kommen hier erstmal noch ein paar Blobs, werden markiert, schön rausgezogen. Engulfing Darkness, da geht's los. Jetzt kriegt er keinen Heal mehr und da versuche ich dann so oft wie möglich natürlich immer ein Schild auf den Bären zu machen. Wenn er denn nicht gerade in der schwarzen Pfütze steht, kriegt er auch nicht sehr viel Schaden. Und wird dann mit dem Greater Heal und einem Penance wieder hochgeheilt und die anderen beiden Heiler wissen auch ziemlich genau, was sie da machen müssen. Währenddessen dann eben weitere Schilde immer auf die Milis gehen und so weiter. Gut, unser Warlock ist jetzt hier ein Dämonologie-Warlock, damit er eben auch sich beim Casten bewegen kann. Der kriegt meinen Arcane Infusion, dadurch macht er noch mehr Schaden. Unser Mage markiert, der hat meistens dafür relativ viel Zeit. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Unsere Tanks sind eben in diesem Fall, wie ihr seht, ein Bär und ein Paladin. Wenn der Bär die Adds tankt, dafür haben wir auch einen halben Raid-Tag verbraucht, glaube ich, weil unser Bär halt gerne Off-Tank wäre, ne? Aber als Druide geht es einfach nicht. Wir mussten es einfach einsehen. Es dauert viel zu lange, bis er die Adds eingesammelt hat und die an ranzieht. Mit einem Paladin macht er das, ich weiß nicht genau, ganz genau, wie er das macht, über Weihe und sowas alles, irgendwie Schildschlag und Runen oder so. Bin mir nicht ganz sicher, ihr werdet schon wissen, wie es funktioniert. Zieht er die super schnell zu dem ersten roten Marker hin. Und das ist extrem, extrem wichtig, dass die Blobs schnell aus der Mitte rausgezogen werden, wenn die DDs in der Mitte stehen, sonst wird es nämlich sehr schnell sehr, sehr voll. Ja, gut, jetzt sind wir hier wieder in der roten Phase. Und gut, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr groß zu erzählen. Gleich kommen wieder die Cooldowns raus. Ihr seht, das Mana-Type läuft schon. Da kommt auch immer schön die Hunterfalle, die kann man ja durchgehend legen. Wir warten jetzt auf weitere Adds. Es kommen nur noch 6, also easy going sozusagen. Ja. Vielleicht noch was zum Kicken sagen. Bei uns kickt der Tank die Adds und die Arcane Storms werden hier in diesem Fall von dem Schurken gekickt. In dem Killview ist es dann, glaube ich, ein Warrior. Und seitdem der Kick jetzt genervt wurde, da ist jetzt so ein Vorlauf-Kick sozusagen. Der castet erst, bis er channelt. Ja? Und wenn man den Cast kickt, dann kommt kein Tick beim Arcane Storm durch. Man kann dann aber im Kill-Video trotzdem noch sehen, dass ein Arcane Storm-Kick durchkommt. Tick natürlich. Und dann kriegt natürlich jeder doppelten Schaden, also 100.000. Sollte nicht unbedingt passieren. Ja? Also in der grünen Phase ist es ziemlich wichtig, dass zum Beispiel der Mage noch einen Kick irgendwie drauf macht. Oder der Schurke dranbleibt oder so, ja. Gut, dann wollt ihr natürlich, wenn ihr viel DPS habt, nicht schon in die zweite Phase kommen, bevor alle Adds down sind. Da macht man allerdings relativ spät erst Damage Stop, so ich glaube 28-29% sollte ausreichen. Wir machen jetzt hier bei 31 Damage Stop, das ist ein bisschen übertrieben. Wir machen Non-Heroic eben bei 33 immer Damage Stop und ich dachte, naja, nicht, dass wir ihn aus Versehen in P2 hauen, das wäre ziemlich blöd. Aber wir werden gleich sehen, dass es dann doch noch ein bisschen eng wird und die schwarze Phase fast nochmal ein drittes Mal beginnt. Gut, jetzt wird hier schon ein bisschen Schaden auf die Adds gemacht. Und die Flash Freezes werden eben immer erst rausgehauen, wenn Bescheid gesagt wird. Ja. Kein DD darf irgendwie auf irgendwas Schaden machen, ohne dass das von den Damage Dealern oder Tanks freigegeben wird bei uns. Und dann funktioniert das auch. Jo, jetzt wird hier nochmal genuked. Und dann kommen wir jetzt gleich in P2. In P2 gibt es nicht so viel zu beachten, aber wenn ihr Maloriak bisher auf Non-HC gemacht habt, dann wird es doch noch auf einmal ein bisschen schwieriger, weil man dann nämlich auch wirklich mal Schaden vermeiden muss, weil eben mehr Schaden reinkommt. Normalerweise ist die zweite Phase ja ziemlich easy und man juckt die einfach runter, ja. Aber auf HC ist es ein bisschen eklig. Wie gesagt, es dauert jetzt gerade noch einen Moment, weil wir mit dem Damage-Stop ein bisschen zu früh begonnen haben. Die zwei dicken Adds werden eben sehr weit entfernt getankt. Wir hatten so den Eindruck, dass die random Aggro bekommen von Leuten, die irgendwie in 10 Yards Radius sind. Deswegen ist der Off-Tank immer sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Da sammelt er ein und läuft jetzt hier so auf die andere Seite des Raums immer. Und ihr werdet jetzt sehen, dass so weiße Zonen entstehen. Ihr seht jetzt hier erstmal diese Gift-Nova. Das ist der Moment, wo wir erst unseren Kampfrausch ziehen, weil da brauchen wir für den Healing-Kampfrausch. Genau, und da sind diese weißen Zonen, da kommen dann diese Blobs raus. Da ist sein Blob.
so ein Frostball könnten wir die nennen, die wandern dann herum und machen unglaublich vielen Schaden. Und Alter, die wipen halt den Raid super krass. Deswegen, wenn die sehr ungünstig stehen, zieht unser Shadow Priest seine Kugel, dass er die einsammeln kann, nur 20% Schaden bekommt und dann sind die mitten aus dem Raid raus. Das sieht man, glaube ich, im Kill-Video auch sehr schön. Da in diesem Moment hat er das gerade einmal gemacht, so dass der Raid schön in der Mitte stehen kann und die beiden Tanks am äußeren Rand sich bewegen können. So, hier kommen wir mit dem Heal nicht mehr so richtig nach, jetzt in diesem Try. Normalerweise sollte man jetzt hier noch den ein oder anderen Heal-Cooldown ready haben. Ich habe meinen jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gezogen. Ja, jetzt passt es wieder einigermaßen. Leider ist unser Schurke relativ früh gestorben. Und was jetzt hier passiert ist, dass der Off-Tank einmal hinterm Kessel langläuft. Ja, das ist so die letzte Sache, die ich euch vielleicht noch mitgeben möchte. Hinterm Kessel könnt ihr nicht geheilt werden. Sonst wäre das unser First Kill eine Woche früher gewesen. Ja. War schlecht abgesprochen. Naja, egal, trotzdem. Ich denke, ich habe jetzt alles Wichtige erwähnt, was wir leidig herausfinden mussten in, glaube ich, 16 Stunden Tryen. Ich glaube, wir haben 120 Tries gebraucht. Im Vergleich, ja, wir haben jetzt bei Leona HC endlich geschafft nach 35 Tries. Ja. Das ist halt echt nichts im Vergleich zu Maloriac. Maloriac wird euch an den Nerven zehren, deswegen habe ich das ja eben eingesprochen. Ich hoffe, es hat euch jetzt geholfen und gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Zu dem DD-Lineup habe ich nichts gesagt, aber ich denke, das erklärt sich von selbst. Nehmt einfach, ein Warlock hilft, ja, der macht ordentlich Schaden. Und ansonsten nehmt einfach gute DDs mit. Ja. So richtig besondere Aufgaben gibt es eben nicht. Ihr braucht noch einen Kicker, ihr braucht noch jemanden, der das Remedy dispellt, am besten einen Mage. Der kann dann, wie gesagt, in der grünen Phase auch mithelfen zu kicken. Und ja, das war's dann soweit erstmal. Gut, gebt dem Video einen Thumbs up und jetzt im Anschluss kommt unser First Kill. Der sieht eigentlich ganz genauso aus. Dann bis zum nächsten Mal. Und ja, falls ihr mehr Guides dieser Form mal hören und sehen wollt, ja, dann schreibt doch gerne Comments. Ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob das gut oder schlecht ankommt. Ich persönlich würde solche Guides eben sehr begrüßen. Ich finde die halt nie, wenn wir einen neuen Boss angehen wollen, dann müssen wir uns solche Sachen immer selber rauswurschteln. Ja, und vielleicht habe ich euch ja irgendwie geholfen und ich soll für den einen oder anderen Encounter auch noch einen anderen Guide machen. Ja. Okay, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.